Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video der Serie Angezockt, in welchem ich euch heute das Game Police Stories vorstellen möchte. Das Spiel ist dem Genre Strategie, Action, Simulation zuzuordnen und wird dabei ausschließlich aus der Vogelperspektive herausgespielt. Ein Highlight ist, wie ich finde, dass ihr es zu zweit spielen könnt. Falls ihr niemanden habt, unterstützt euch auch eine KI bei den Missionen. Als Team zweier Polizisten müssen wir dabei innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, was den, wie ich finde, Reiz des Spiels ausmacht. Wir schalten Verbrecher aus, retten Geiseln und entschärfen Bomben etc. pp. Dabei gibt es keine zweite Chance, wie im echten Leben auch. Also, jede Entscheidung hat Konsequenzen. Und hier ist in jedem Fall Taktik und ein vor allen Dingen kühler Kopf gefragt. Also nichts für schwache Nerven, Leute. Von daher verschwenden wir keine Zeit und legen mal los. Viel Spaß! Bevor wir anfangen, ich wollte mich nur bei dir bedanken. Du bist der Einzige, der nicht direkt aufgelegt hat, als ich erzählt habe, an welcher Sache ich gerade dran bin. Alle anderen sind einfach verschwunden, als würden die nicht darüber reden wollen. Ich will einfach nur, dass du weißt, wie wichtig mir das ist, dass du bei der Sache dabei bist. Also, fangen wir ganz am Anfang an. Erzähl mir von deinem ersten Arbeitstag mit Officer Rhymes. Bereit, wenn du es bist. Wir wählen mal leicht für den Anfang und den ersten Einsatz. Jones, Rhymes, die Zentrale ist dran. Wo seid ihr denn? Egal, uns wurde ein Überfall auf den Armadillo Bar und Grill gemeldet, also fahrt mal dahin und seht euch das an. Die Verdächtigen sind schwer bewaffnet und haben vor Ort mehrere Geiseln genommen, also passt bloß auf euch auf. Vor allem du, John. Sollst ja nicht gleich am ersten Tag drauf gehen. Okay, wir wählen dann jetzt hier mal unsere Ausrüstung. Knarre, Blendgranate. Was man halt so braucht, ne? So kann man jetzt hier keine Pistole auswählen. Ah, ja. Mehr Auswahl habe ich ja nicht. Von daher legen wir mal los. Nanu. Sättet sich das ständig? Okay, ich glaube, das muss ich echt nochmal anpassen. Also, folgendes ist letzte Nacht passiert. Ich bin durch diesen wirklich dunklen Gang gelaufen. Stockdunkel. Nicht mal die Wände waren zu sehen. Ich bin eine gefühlte Ewigkeit lang gelaufen, als plötzlich ich habe eine Tür direkt vor mir gesehen. Eine riesige Tür, also eine von diesen großen aus Holz. Ich gehe hin und öffne sie ganz langsam. Und was soll ich sagen? Da ist nichts. Nur ein leerer Raum. Bis auf den Karton. Ein Pappkarton steht da einfach in der Mitte des Raums. Gehe hin und ich kann immer nur denken, was ist in diesem Karton? Plötzlich fällt mir auf, dass da Blut an den Seiten ist. Mein Hirn schreit praktisch, was ist da drin? Was ist in dem Karton? Was ist in dem Karton? Dann endlich mache ich ihn auf und Susi, der Kopf meiner Frau Susi ist drin. Was für ein Traum, ich wäre danach beinahe aus dem Bett gefallen. In eine andere Stadt umzuziehen ist der reinste Albtraum. Wir packen jetzt schon seit fast einem Monat immer noch aus. Kein Wunder, dass ich deswegen schon Albträume habe. Dein Klassenkamerad von der Polizeiakademie, noch dazu dein bester Freund, wurde soeben zu deinem Revier versetzt. Und mehr fällt dir zur Begrüßung nicht ein? Du hast dich ja kein Stück verändert. Finde ich super. Schlurf. Ich hoffe, diese kleine Therapiesitzung ist bald vorbei. Wenn ich hier meine Zeit mit dir vergeude, vermisse ich schon fast die Polizeiarbeit. Eiskalt, wie immer.
Weißt du was? Ich habe das irgendwie vermisst. Wie auch immer. Wie geht's dir? Was hast du denn die ganze Zeit über so getrieben? Tja, weißt du, das Übliche halt. Fälle knacken, Arschlöcher einbuchten, Top-Officer dieses Dreckslochs von einem Revier werden. Sich nicht wie ein kleiner Feigling aufführen. Ich? Ein Feigling? Mann, du hast mir doch gerade erzählt, du hast Angst vor Kartons. Das stimmt. Wie auch immer. Ist gut, dich wiederzusehen. Ach, scheiß drauf. Ich hab dich vermisst, du nervtötender Hurensohn. Das ist ja mal eine nette Begrüßung. Moment mal. Sollten wir nicht irgendwo hin? Die Zentrale hat uns vor einer halben Stunde angefunkt, John. Dumm-di-dumm. Mensch, das ist ja mal ein Fahrstil. So, Tür auf. Geht doch. Na? Get down. Hey. Get down. Oh, da kommt wer. Ha. Das war ja easy. Oh, der nächste. Hey, aua, aua. Hallo? Wieso triffst du mich? Ich habe viel eher geschossen. Frechheit. Oh, jetzt stöhnt er hier auch noch, oder was? Na, na. Keiner drin. On the ground now. Stell dich mal nicht so an da. Oh, oh. Bitte was? Der rennt auf mich zu und unerlaubte Gewaltanwendung? Das ist ja wohl. Ich bin unschuldig, genau. Hallo? Tu was. Verdächtiger. Mhm. Na, komm, komm. Get down now. Get down. Oh. Hallo, da steht Motorrad in der Bar. Wie cool ist das denn? Hands up. Get down. Hands up. Ey, hallo? Aua. Get down, Junge. Hey, nimm die Knarre mit. Hallo? Da ist schon mal keiner. Hm, wo müssen wir denn noch hin? Ah, die Knarre mitnehmen. Und haben wir alle? Vielleicht ist draußen noch wer. Scheint auf jeden Fall nicht so zu sein. Get down. Get down now. Ah, hier. On the ground now. Get ah. Down. Wow. Der hat ja mal eine Knarre gehabt. Juhu. C plus, naja. Optimierungspotenzial. Aber mein Gott. Ein Anfang. Stopp! Also, ich und mein Partner hier, wir haben nicht gerade viel Zeit. Also stiehl sie uns nicht und sag uns, was wir wissen wollen. Kapiert? Ja, ich hab's kapiert. Was habt ihr hier zu schaffen gehabt? Nichts eigentlich. Der
Plan war hier eine Weile zu bleiben und zu warten, bis einer von unseren Jungs anruft. Und dann sollten wir zu... Ach scheiße, egal. Wir sollten nirgendwo hin. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Wohin? Wohin? Spuck's aus, sonst... Okay, hör einfach zu schreien auf. Zum Lagerhaus an der Armor Street, gleich neben dem Apartmentkomplex. Also, viel weiß ich ja nicht über die Sache, aber anscheinend ist dieses Lagerhaus bis oben hin voll mit Waffen. Ich habe gehört, wie ein paar Typen darüber geredet haben, dass sie sich auf was Großes vorbereiten. Worauf vorbereiten? Keine Ahnung, Mann, ehrlich. Ich bin erst seit 4 Monaten bei diesen Typen. Einen Scheiß würden die mir erzählen. Ich habe gesagt, ich meine das ernst, ich weiß nichts. Worauf? Bitte. Vorbereiten. Ich sag die Wahrheit. Bitte tu mir nichts, Mann. Ich will nicht... Ich glaube, er sagt die Wahrheit, John. Hey, wir haben eine Spur. Das sollte uns doch weiterbringen, oder? Komm, schauen wir uns dieses Lagerhaus mal an. Handgriff, okay. Was kann man damit machen? Dann mal Mission Nummer 2, würde ich sagen. Also war der 211 im Armadillo nur falscher Alarm. Aber offenbar seid ihr da einer weitaus größeren Sache auf die Schliche gekommen. Fahrt zu dem Lagerhaus, das der Verdächtige erwähnt hat. Hoffentlich kommt ihr vor dem Rest seiner Gang an. Und falls nicht, macht die fertig. Na gut. Jo, ich würde mal sagen, Knarre, Handgriff, was kann er denn? Erleichtert dir das Ziel mit dem Gewehr ganz erheblich. Naja, ich habe zwar kein Gewehr, aber... Jo, nehmen wir einfach mal die zuletzt benutzten Sets. Geht schneller. Den Weg zum Lagerhaus legten wir zurück, ohne viel zu reden. Doch ich wusste auch so, was in John vor sich ging. Er war so aufgeregt wie ein Kind an Heiligabend. Er hatte Mühe, still zu sitzen. Das gefiel mir an ihm. Seine Einsatzbereitschaft, seine Leidenschaft, seine Energie. In solchen Momenten wurde mir bewusst, dass wir beide, ich und er, für das geboren worden waren, was wir hier taten. Das fühlte sich einfach alles so richtig an. Auf geht's! Get down! So, hier mal mit KI eingestellt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ein bisschen unterstützt hat er mich ja schon mal. Aber es ist viel zu ruhig hier. Ah. Hallo? Gehst du gefälligst? Bleib stehen. Ey. Jawohl. Na, immerhin hat er nicht geschossen. Du raus erstmal, ist klar. Hallo? Beweg dich. So muss das sein. Nichts tun und einfach liegen bleiben. Oh, den hat man aber nicht gesehen. War ja mal ganz gut, dass der Kollege da war. Aber hier. Ha, erwischt. Schlechte Karten, Freundchen. Na? Dass die sich auch immer nicht... Also... Naja. Das ging auf jeden Fall recht flott, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und direkt ein A bekommen. Cool. In diesen Unterlagen steht, dass die Ware an diesem Lagerhaus Stone & Roberts gehört. Einer der größten Waffenhersteller und Händler im ganzen Land. Die haben Verträge mit dem FBI, der CIA, der Armee, zahlreichen Söldneragenturen. Teufel auch. Ich glaube, auch unser Revier hat was von deren Kram. Weißt du, was komisch ist? Wenn diese Unterlagen korrekt sind, dann
Dann gibt's hier tonnenweise Sprengstoff. Schau dir mal den Ordner hier an. Zeitgesteuertes C4-Sprengsatzsystem. Hier ist genug, um na etwa 100 Bomben zu bauen. Warum sollten die so viel... Ich gehe ran. Moment, wir sollten den Anruf zurückverfolgen. Gute Idee, Johnny. Lass mich nur eben die Polizeiausrüstung holen. Ach, stimmt ja. Die habe ich gerade nicht dabei, weil wir ja, du weißt schon, nicht bei einer Fernsehserie sind. War mir schon klar. Egal, ich gehe ran. Hey, wir sind gleich bei Staniszewskis Haus. Seid ihr mit der Fracht fertig? Ja, alles fertig. Moment mal. Karl, bist du das? Ja, ich bin's, Karl. Klingt aber nicht nach Karl. Wer ist da? Bullen. Scheiße! Mist, die haben aufgelegt. Das war Oscar-reif, Karl. Haben die was gesagt? Ja, was über Staniszewski? Staniszewski, was? Kevin Staniszewski, ein junger Regisseur. Der kommende Star der Primrose Studios und ein Typ, der jede Menge Leute kennt. Gefährliche Leute. Wie auch immer. Kann sein, dass ich weiß, wohin die wollen. Steig in den Wagen. Ich habe da so ein Gefühl, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Pfefferspray. Bestimmt nützlich, würde ich mal sagen. Oh, und noch eine neue Knarre. Na, jetzt kann's ja losgehen. Erst ein Angriff auf ein Lagerhaus voller Sprengstoff und jetzt vielleicht noch eine Geiselnahme. Ihr Jungs wisst, was ihr heute Nacht zu tun habt. Kevin Staniszewski ist der aktuelle Shootingstar der heimischen Filmindustrie. Also sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Denkt dran, dass er in einem ziemlich noblen Viertel lebt und beschränkt die Ballerei auf ein Minimum, sonst gibt es schlechte Publicity. 3 Zivilisten, 8 Verdächtige. Gucken wir mal. So, zunächst benutztes Set. Das soll reichen. Ah, hier, ich habe was Neues. Vielleicht nehme ich die lieber. Oh, na gut, dann kriegt er die. Pfefferspray kann er auch mal nehmen. Hey, so. Dann Pfefferspray und zuletzt nehmen wir die auch mal. Auf geht's. Kevin Staniszewski. Hier spricht die Polizei. Aufmachen. Komisch, als wäre niemand da. Ja, das ist allerdings komisch. Moment mal. Runter, sofort. Holla, diese Jungs schießen erst und fragen später. Bist du bereit? Ja, bringen wir es hinter uns. Schauen wir mal. So, ab hier. Get down now. Get down. Schon mal einer weniger. Nochmal einer. So. Den nehmen wir auch schon mal mit. Naja, ergeben, aber abhauen. Das sind mir die richtigen. So. Weiß nicht sicher, ob ich den auch noch fesseln muss, aber eigentlich. Ne. Unerlaubte Gewaltanwendung. Ja, Pech. Passiert. Schwund ist überall.
ich glaube, ich müsste mal irgendwie ein Verbandsding wählen. Habe ich das jetzt? So, ich glaube, sieht ganz gut aus. So. Na, wo steckt ihr? Geht doch. Tada. War doch gar nicht so schwer. Naja, mehr oder weniger. Ich hoffe, ich habe alles. Ein B-Minus. Ist okay. Ja, unerlaubter Waffengebrauch. Mein Gott. Tut mir leid. Gott, es tut mir so leid. Was sagst du da? Was tut dir leid? Ich hab denen geholfen. Die haben mich gezwungen. Wozu? Raus damit. Ich hab eine Bombe. Eine Bombe im Studio gelegt. Eine Bombe im Filmstudio? Die haben mich gezwungen. Ich wollte das nicht, aber die... Bitte, bitte, ihr müsst mir glauben. John, wir müssen los. Sofort. Keine Ahnung, ob der jetzt lügt oder nicht, aber wir müssen uns das selbst ansehen. Was ist mit dem? Ich habe die Zentrale angerufen. Unsere Jungs sind hierher unterwegs. Die kümmern sich um den. Und jetzt komm. Okay. Endoskop. Okay. Das wird ja spannend. Die gute Nachricht ist, dass Stanislavski die Sache überlebt hat und gerade ins Morgan Medical Center gebracht wird. Die schlechte Nachricht ist, dass alles, was über die Bombe in den Primrose Movie Studios erzählt hat, tatsächlich stimmen könnte. Im Studiokomplex wurden Bewaffnete gesichtet und einem Filmdreh scheint das nicht zu sein. Also, nichts wie hin mit euch und findet raus, was da gespielt wird. 4 Zivilisten, 9 Verdächtige und ich muss noch eine Bombe entschärfen, wenn es weiter nichts ist. Erstmal wähle ich hier fette Waffe. Dann erste Hilfekasten. Blendgranate. Was habe ich noch? Und wofür braucht man das? Durch geschlossene Türen zu sehen und entsprechend der Lage dahinter die nächsten Schritte zu planen. Unbegrenzt auch verwendbar. Ja. Und du kriegst auch die mit dem da und ach, den Griff kannst du gar nicht machen. Dann kriegst du den. Ach, guck mal, hat er automatisch gewechselt. Na prima. Und ja, komm, Dietrich, man weiß ja nie nicht. Na. Okay, ich habe den Laden ausgekundschaftet und hier läuft definitiv was. Das Studio ist geschlossen, aber die haben überall Typ mit Ballermännern positioniert. Und die sehen mir nicht nach Security aus. Also, wie lautet dein Plan? Ganz einfach, wir überrumpeln die. Wir gehen da rein, säubern das Areal, suchen die Bombe und hauen ab. Hört sich gut an. Dann lass uns nicht noch mehr Zeit verlieren. Wenn es weiter nichts ist... Kinderspiel. Bitte was? Ich habe 4 Minuten dafür. Bombe zu finden. Bei jedem neuen Versuch ist sie an einer anderen Stelle. Oh, das ist ja prima. Verhöre Kriminelle. Nahkampfangriff oder Pfefferspray. Du kannst auch das Risiko eingehen, zu versuchen, die Bombe selbst zu entschärfen, indem du den richtigen Draht durchtrennst. Na Mensch, kann ja nicht so schwer sein, ne? Auf geht's.
Erwischt. Dietrich? Aha, dafür kriege ich jetzt einen übergebraten. Sag mal, noch so ein unerlaubtes Ding hier. Ey, beweise sichern. So, Bombe finden hier. Hab aber nur noch zwei, ein paar Minuten. Gucken wir mal hier. Acht, acht, irgendwas. Hat sich das irgendwer gemerkt? Wo ist denn die Bombe? Achso, da. Vielleicht. Wo ist die denn? Wo ist die denn? E zum Entschärfen. Ich habe den Code vergessen. Juhu. Noch was? Ah, also hätte ich eigentlich als allererstes, wie sagt man, nur die Bombe entschärfen müssen. Und dann ist im Grunde egal, weil dann die Zeit angehalten ist. Ist mal ausnahmsweise keiner drin. So, wie mache ich das hier? Okay. Das gefällt mir nicht. Vielleicht kann ich da anders ran. Hier zum Beispiel. Hey. Hallo, hallo? Sowas. Wer ist nochmal verletzt? Ich oder er? Gucken wir mal. Also, lassen wir mal bluten. Irgendwer müsste ja jetzt was... Ich glaube, er ist das, ne? Wieso komme ich nicht durch? Ah, so war das. Nochmal mehr drauf drücken. Ups. Musste sein. Hab ich noch irgendwas vergessen? Wie neutralisiere ich das denn? Ah, das. Oh, so wäre es auch gegangen. Hätte ich jetzt aber gedacht, das war ich. Gibt's hier noch mehr? So, gucken wir mal nochmal. Hier waren... Ah, da sind Beweise. Vielleicht da drüben, das große Ding da. Da war ich noch nicht. Cooles Fahrzeug.
Wie zurück in die Zukunft Fahrzeug, so sieht das ein bisschen aus. Aber ich glaube, wüsste jetzt nicht mehr. Hab ich da noch rein? Ah, tatsächlich. Ups. Ja, die Tasten liegen ja auch so dicht nebeneinander, ne? Also, kannst ja echt nichts machen. Cool. Ja, ich weiß. War nicht mein bestes Ding. Ich denke, das war's. Puh. Wir haben es geschafft. Nicht schlecht für deinen ersten Tag, was? Ja, das kannst du laut sagen. Ist das mit dir immer so? So langsam kann ich verstehen, warum dein letzter Partner den Dienst quittiert hat. Sehr witzig, John. Und ja, ja, das ist immer so. Und jetzt komm, ruhen wir uns ein wenig aus. Hey, John? Ja? Gute Arbeit heute Nacht. Wir haben eine Menge Leute das Leben gerettet. Ich glaube kaum, dass ich das allein geschafft hätte. Soll das eine Anmache werden, Rick? Leck mich. Prost. Taserpistole. Ah, das ist natürlich auch cool. Kommt man nicht so in die Versuchung, die Leute direkt umzunieten. Aber hey, es reicht, um ins nächste Level zu gehen. Also ist doch eigentlich auch okay. War doch gar nicht so verkehrt. Jones, Rhymes, gute Arbeit. Ihr habt den Bombenanschlag auf das Filmstudio verhindert. Ihr habt heute eine Menge Leben gerettet. Das wird auf jeden Fall nicht unbemerkt bleiben. Ich habe mit dem Chief persönlich über eine Beförderung für euch beide gesprochen. Während ich auf seine Antwort warte, könnt ihr eine Weile lang eine ruhige Kugel schieben. Habt ihr euch verdient. Ach übrigens, könntet ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Schaut mal bei unserem verdeckten Ermittler Lenny Wolf vorbei. Der hängt normalerweise im Restaurant Chiki Express ab. Warum steht da neue Mission, wenn das doch eigentlich ruhige Kugelschieben und so heißt? Falsche Zivilisten, aha. Guck an, schon ein bisschen schwieriger und sind auch ein paar mehr Leute. Sichere Beweise, neutralisiere die Bedrohung. Dann schauen wir mal. Dann nehmen wir Dietrich nochmal mit, man weiß ja nie. Erste Hilfe. Ja. Und. Ach komm, machen wir einfach das. Und hier das gleiche. Das da und. Das da noch. Pfefferspray. Hey. Handgriff und. Blendgranate. Ja. Fortfahren. Bomben in den Primrose Movie Studios? Das ist doch Wahnsinn. Nie davon gehört. Ja, nach all dem, was damals gelaufen ist, kann von oben die Order stillschweigen zu bewahren. Kam mir damals seltsam vor, aber aus heutiger Sicht ergibt das jetzt alles einen Sinn. Was soll das heißen? Wirst du schon noch sehen. Also, ich habe ein paar Tage damit verbracht, aus dieser ganzen Sache schlau zu werden. Doch alle Spuren liefen irgendwann ins Leere und am Ende waren wir so schlau wie vorher. Keiner wusste irgendwas über die Lieferung von Stone und Roberts, sogar das Unternehmen selbst nicht. Und es gab nicht genug Anhaltspunkte für umfangreichere Ermittlungen, also haben wir was anderes gemacht. Bis eines Tages... Überfall auf das Diner am helllichten Tag? Gott, was sind diese Jungs doch blöd. Werd bloß nicht frech, Kleiner. Die mögen ja blöd sein, aber das macht die umso gefährlicher. Und jetzt komm, fangen wir an. Kleiner? Wir sind doch gleich alt. So, auf geht's. Immerhin schon mal einer weniger. Get down.
So, bisher ganz okay. Da hat sich schon wieder eine Tür geregt. Officer verletzt, natürlich. Menschenskinder, können die nicht einfach das machen, was die sollen? Mal gucken. Ist ja nervig. Glück gehabt. So. Du wirst auch nochmal neutralisiert. Beweise mitgenommen. Gucken wir mal. Ah, hier sind auch noch welche. Nicht mit mir, Jungs. Legt euch nicht mit mir an. Da sind noch Beweise. Hallo? Wie komme ich denn da hin? Da ist, glaube ich, nichts. Das Klo. Die ist auf jeden Fall auch mal hinüber. Hier haben wir noch was. Da ist nix. Da ist noch ein Klo, aber ich muss mal sehen. Du hattest deine Chance. Glück gehabt. Dann noch ein Zivilist. Das ist, ja. Muss man nicht verstehen. So, das haben wir hier alles neutralisiert. Dich auch. Hier müssen wir noch rein. Da ist gar keiner. Gucken wir mal hier. Hat irgendwer mitgezählt? Okay, letzter Raum. Naja, nicht ganz letzter. Hey. Besser ist das. Tada! Gar nicht so verkehrt. Jetzt könnte ich mich noch heilen, wenn ich noch mal wüsste wie. Gucken wir mal. Bringt das was? Tatsächlich. Abgeschlossen. C+, ist okay. Stopp! Lenny, was machst du denn hier? Überleben. Diese Arschgeigen sind mir schon seit Tagen auf den Fersen. Ich hatte gedacht, ich könnte mich in dem Diner hier verstecken, weil ich den Besitzer kenne. Aber die haben mich sofort gefunden. Moment mal, du kennst den Rick? Man könnte sagen, dass er auf der Straße mein Auge und mein Ohr ist. Wir kennen uns schon unser ganzes Leben lang. Und auch wenn wir auf verschiedenen Seiten stehen, ich vertraue ihm. Und er vertraut mir. Nicht mehr und nicht weniger. Warum gehst du nicht einfach zu den Bullen? Kleiner, ich und die Bullen, wir kommen in der Regel nicht miteinander aus. Ja, und ich kann mir denken, warum. Hier Zentrale, willkommen, over. Es wurde ein Angriff auf das Morgan Medical Center gemeldet. Und alle Einheiten, sofort dorthin, over. Morgan Medical? Ist das nicht das Krankenhaus, wo man Stannis... Ihr wisst schon, dieser Typ vom Film? Scheiße. Lenny, du bleibst hier, bis Verstärkung kommt. Keine Sorge, ich lege ein gutes Wort für dich ein. John, gehen wir. Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Boah.
Könnte sein. Rauchgranate, das ist ja mal richtig gut. Dann gucken wir mal, ne? An alle Einheiten, an alle Einheiten. Bewaffneter Überfall auf das Morgan Medical Center. Mehrere Bewaffnete befinden sich im Gebäude. Anzahl Verdächtiger und Geiseln unbekannt. Also seid auf der Hut. Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall das. Einfach zuletzt benutztes Set mit. Dietrich, das und hier. Ja, würde ich sagen, machen wir das einfach auch. Rauchgranate, Taser Pistole. Wird völlig überbewertet. Zentrale, wir sind unterwegs zum Morgan Medical Center. Sollten wir vorher noch irgendwas wissen? Over. Verstanden, John. Mehrere Geiseln sind im Gebäude. Die Verdächtigen sind gut bewaffnet, also seid extrem vorsichtig. Uns wurde auch gemeldet, dass sich irgendwo im Gebäude ein Sprengsatz befinden soll. Bitte seid extrem vorsichtig. Over. Verstanden. Okay. Auf geht's, Leute. Wird schon schief gehen. Immerhin schon der nächste weg. Da ist keiner. Okay, das ist easy hier. Viel zu einfach. Das sind auf jeden Fall Beweise. Okay, das heißt, ich habe hoffentlich alle möglichen... Ach ne, Verdächtiger, okay. Da ist nichts. Schauen wir mal. Ja. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo... Wer ist? On the ground now! Get down! Get down now! Hands up! So. Gehen wir mal hier hin. Ist ja gar keiner. Ach, guck an. So, was haben wir denn noch? Boah, das war aber gemein. Nach oben geguckt und von unten angeschossen, ey. Leute. Bombe sehe ich bisher noch keine. Ja, nicht so stöhnen hier. Da ist keiner drin. Neutralisieren wir den erstmal. Ha. Jetzt wird man noch nicht gefunden, aber erstmal Waffe hier einkassieren. Hast du Pech. So, das war das 2011. Wird. Okay. Cool. Intuitiv den richtigen Draht durchgeschnibbelt.
können wir noch ein paar Bonuspunkte sammeln. Vor allen Dingen mich heilen. Das sieht schon mal besser aus. Da ist auch niemand mehr. Und hier auch nicht. Dann haben wir es tatsächlich. Cool. Na, was habe ich? B-. Ist okay. Also, finde ich jetzt nicht so verkehrt. Verdammt, wir kommen zu spät. Scheiße. Moment mal, Rick. Glaubst du, die haben all das nur veranstaltet, um ihn zu erledigen? Weiß ich noch nicht. Aber ganz ehrlich, sieht so aus. Knister. Rick, John, wie ist die Lage in den oberen Stockwerken? Alles klar, aber wir haben hier einen Toten. Kevin Staniszewski ist tot. Verstanden. Wir haben immer noch Geiseln in den unteren Stockwerken. Im Laborflügel. Over. Verstanden, Zentrale. Schon unterwegs. Auf geht's. Durchbruch-Kit. Wow. Das scheint ja mal was zu sein. Staniszewski tot. Diese Wichser. Tut mir leid, Jungs, aber mir scheint, die Sache hier ist noch nicht ausgestanden. Schüsse werden aus dem Tyrone Science Center gemeldet. Das Witzige daran ist, das Tyrone Science Center ist genau in dem Gebäude, in dem auch unsere externe Forensik untergebracht ist. Wer auch immer hinter all dem steckt, will um jeden Preis alle Beweise von letzter Nacht beseitigen. Das können wir nicht zulassen. Boah, Schwierigkeitsgrad 6,5. Halleluja. Da geht's ja ab hier, die Post. So, und du nimmst die da. Und was macht man damit dann? Ermöglicht das Öffnen einer Tür per Sprengsatz, wodurch alle dahinter gelähmt werden. Oh, das ist aber cool. Unentdeckt zu bleiben und desorientiert alle Verdächtigen. Okay. Oh, ich habe einen Platz mehr frei. Wieso hat der einen Platz mehr? Das ist aber gemein. Ich will auch einen Platz mehr haben. Sowas. Bevor wir da reingehen. Ja? Nur damit du es weißt. Manchmal schicken wir Beweise hierher, damit die Forensiker sie überprüfen. Wir versuchen, das Labor geheim zu halten. Nur wenige wissen davon, selbst auf dem Revier. Also, zurück zu deiner Frage. Wer auch immer das Krankenhaus angegriffen hat, will Beweise zu dem Angriff auf die Primrose Studios beseitigen. Aber du hast doch gerade gesagt, dass praktisch keiner weiß, dass wir mit diesem Labor hier zusammenarbeiten, oder? Woher sollten die denn wissen, dass sie zuschlagen müssen? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Wir kriegen das raus, sobald wir mit all dem hier fertig sind. Auf geht's, Leute. Get down now. Get down now. Get down now. Die sind einfach, die erkennt man wenigstens, dass das kein guter ist. Das war nicht gut. Aber gut. Gibt Schlimmeres. Machen wir erstmal hier oben. Hups. Sind hier aber auch alle im Weg. Ich habe ja ein Medical Kit und so. So, noch irgendwo einer.
die sich immer zieren müssen. Und das als Zivilist, das macht überhaupt keinen Sinn. Nummer 2, 3. Besser ist das. Eine noch. Das nehmen wir auch noch und mehr war da, glaube ich, nicht, ne? Dann gehen wir mal runter. So, nachladen wäre nicht verkehrt. Sonst habe ich gleich ein Problem. Wo ist er vielleicht schon wieder? Ich glaube, ich nehme einfach mal mein Medical-Gedöns hier. Das haben wir auch schon mal. Da ist erstmal keiner. So. Sollte ich etwa gleich schon wieder fertig sein? Nee, das geht jetzt hier schief. Eigentlich müsste ich doch alle Räume haben, oder? Hier war ich nur noch nicht drin. Mal gucken, ob das geht. War wohl nicht das, was ich brauchte. Also irgendwie scheint mir wohl doch noch einer zu fehlen. Also hier war ich. Da ist nichts. Den habe ich eigentlich auch geknebelt. Und da unten kommen wir. Mal schauen. Eigentlich dachte ich, ich habe hier diesen komischen Rambock oder irgendwas. Geht nicht. Muss dieser Rambock. Nein, ich hab das falsche Dings mit. Kollege, mach mal auf. Ah, guck. So geht's auch. Das war ja easy. Cool. Zack. Noch irgendwas? Dann haben wir's. Ja gut, war jetzt wegen der Zeit. Naja, und Waffengebrauch. Gwen, alles klar bei dir? Ja, danke, Rick. Ich hatte ja solche Angst, dass ich nicht mal... Schon okay, du bist jetzt in Sicherheit und das allein zählt. Jetzt komm, ich will dich noch fragen, bevor die Ermittler hier eintreffen. Okay. Also, haben die Angreifer dir gesagt, was sie wollen? Ja, sie haben nach allem gesucht, was mit dem Fall Staniszewski zu tun hat. Wusste ich's doch. Und? Haben sie was gefunden? Ja, die haben sich die Beweise geholt. Die haben alles vernichtet, fürchte ich. Es tut mir so leid. Schon gut. Ist ja nicht so, als hättest du was dagegen tun können. Und dennoch, erinnerst du dich vielleicht noch an irgendwas von den Tests? Etwas, das uns weiterhelfen könnte? Weißt du, ja. Wir haben Kevins Blut untersucht und Spuren von Scopolamin gefunden. Das ist eine Droge, die sich direkt auf das Nervensystem auswirkt. Und wenn man den Gerüchen glauben mag, nun, dann kann man damit jemanden vollkommen willenlos machen. Was?
Ist das dein Ernst? Seit wann weißt du das? Warum hast du uns das nicht sofort gesagt? Aber das habe ich doch. Ich habe euch meinen Bericht schon vor über einer Woche geschickt. Seltsam. Ich höre zum ersten Mal. Hör mal, wir sollten die Sache mit dem Scopolamin für uns behalten, ja? Wer auch immer das war, will wirklich alle Spuren beseitigen. Und dabei ist dem scheißegal, wie viele Leute ins Gras beißen. Pass einfach gut auf dich auf. Verstärkung wird bald eintreffen, dann kümmert man sich um dich. Ich und John, wir müssen dieser Sache wirklich mal auf den Grund gehen. Mach das. Erweitertes Magazin. Ja. Ist okay. Das war doch mal was. Tja, Leute, seid gespannt, wie es weitergeht. Das war's soweit von mir vom Spiel Police Stories. Mein Fazit zum Spiel, also mir hat das eigentlich recht viel Spaß gemacht. Man braucht allerdings eine gewisse Gewöhnungszeit mit der Steuerung, auch hier, weil man relativ schnell reagieren muss. Ja, zum Spiel an sich, was die Grafik angeht, ist ja ein bisschen Pixelspiel, ist Gewöhnungssache, manch einer mag's, manch einer nicht. Ich find's cool, ich mag sowas ganz gerne, hat so ein bisschen Nostalgiecharakter. Auch die Story ist okay. Also man wird da, gut, ist jetzt auch eine Kampagne, ne? Aber man wird von einem Level zum nächsten geführt. Mal sehen, wie weit das noch geht. Ich bin ja noch relativ am Anfang. Schwierigkeitsgrad, ich habe tatsächlich ja leicht ausgewählt. Erstmal zum Testen ist, finde ich, manchmal gar nicht so einfach. Ja, ist halt so. Ist zum Teil Glückssache, aber ist machbar. Und wenn man dann ungefähr weiß, worauf man sich einlassen muss, dann funktioniert das auch. Aber ich denke, es ist alles Übungssache. Wenn man einmal drin ist, dann sollte das auch klappen. Was ich auf jeden Fall cool finde, dass man das zu zweit spielen kann. Also hier ist ja KI, die man nutzen kann. Die finde ich suboptimal, muss ich gestehen. Letzten Endes mache ich es doch irgendwie alles selber. Aber ich glaube, zu zweit kann das richtig Bock machen auf mehr. Also wenn man sich da gut abspricht und austauscht, glaube ich, hat das Spiel echt Potenzial. Dann hat das Spiel auch nochmal einen ganz anderen Charakter, weil man die Möglichkeiten einfach viel besser nutzen kann, als wenn man jetzt da so eine KI im Hintergrund hat. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, es gibt tatsächlich eine Erweiterung, wo man Zombies damit ummetzeln kann. Also das könnte auch nochmal eine interessante Geschichte sein für die Survival-Zombie-Spieler unter uns. Also ich würde es mir in jedem Fall kaufen, ausprobieren. Ist, wie gesagt, ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde es insgesamt ein gelungenes Spiel und kann es daher von meiner Seite aus empfehlen. Das war soweit mein Video zum Spiel Police Stories aus der Serie Angezockt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.